So, Kloster. So, dafür Okay, sagst du aber wer Antang, war denn Susi. gleich? Nee, ich bin nicht gut Ah, hier. los, versuch dich. Die sind zusammengewürfelt. Genau. Okay, ja, durch die Mitte. Ihr drei links hier und der Rest hier. Und die eine außenrum. Ja, gut, dann fahre ich rechts. Die So. eins. Über die Einserlinie. Beide über die Einserlinie oder einen über die achte? Nee, Linie? beide. Ich... Beide bei Und der Einserlinie, oder? Ferdi bleibt hier. Jupp. Also gut, fahren wir beide bei der Einser. Ich würde den T34 über die 4er-5er Linie schicken und die Ja, ich schicke mich selber IS-3. über die 4er-5, okay. Ja, weil Warum du bist. machst du es nicht von Anfang an? Na, du kannst auch was lernen, das war gut. Ich wollte dir nur noch den Tipp geben, weil der T34 kriegt das Rohr runter, der ist am Hang besser. Und die IS-3 sind auf dem Gelände besser. Eben, da wären sie schneller durchgekommen. Alles gut. So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass sie nicht über die 9er Linie kommen. Weil die Lücke ist offen. Wir spielen jetzt auf Risiko. Okay, die IS-3 gehen gut durch. Sehr schön. Bisher ja, aber ich bin noch nicht gesichtet. Abwarten. Der Ferdinand besteht ja bestimmt. Ah, ich glaube, die igeln sich ein. Hier. Achtet mal drauf. Immer noch nicht also gespottet. Ein T1 hier runter, nee. Und einer hier hoch. Ja. Bin nicht gespottet. Das du, ist echt dann unglaublich. Gehen die sind über. Einfach weg. Ja, dann hier, da, über die Straße. Da hinten ist der Doch Ferdinand. nicht. Wow! Ja, gut, dass ich das aufzeichne. Das hätte mir sonst keiner geglaubt jetzt. So, gleich in die Cap? Boah, ja. Okay. Die Schweren werden jetzt mal noch den Beschuss Alle auf gefunden. Die S3 lenken. Ist 3 gekettet. Ja, ich habe ihn leider nicht. Keinen Wirkungstreffer auf die IS-3. Achtung, die IS-3 ist. Ich ball auf ihn. Shit. Oh, schade. Und der Ferdi. Immer auf dem Cap aus. Die S3 kommt hoch. Sie kann ich jeden Moment reißen. Wieso hat er mich. Der hat keinen Schaden gemacht. Haben wir nur die Dinger die T1 verloren? Ja, okay. Ja, ja. Okay, ich komme von hinten. Versuch dann auf den Ferdi zu drücken. Ja. Und Scheiße! Genau. Komm mal von hinten fahren. Nein. Wir haben die gerade schön auseinandergerissen. Ja, genau, jetzt die IS-3. Ich hab den VK45 getroffen. Heiko, das wird aufgezeichnet, ich darf nicht so viel erzählen. Erzähle? Ist doch scheißegal. Oder wolltest du Betriebsgeheimnisse verraten? Jetzt ist es eh vorbei. Wenn hätte ich gleich was sagen müssen. Sehr oh, schön. Scheiße. Das war mein Ferdi. Nee. Den wollte ich. Das war IS-3 Futter. So, raus aus dem Cap, oder? Wo ist denn der zweite Nein, eigentlich? Bleib da. Bleib okay. Im Gesicht da unten ist ein VK. Oh, da fehlt trotzdem noch ein Heavy. Der 110. Der 110er hier. Happen. Das war ja klar. Danke. Achtung, VK 45 kommt hoch. Das ist nicht schlimm. Nein, kommt er nicht. Schön unten halten. Ich schiebe ihm einen von hinten rein. Schön formuliert. Sehr schön Macht formuliert. Das. Ich habe mich gerade geopfert. Der ging in Dreck. Ich will mich. Sehr geil. Gehabt. Sehr Super. Gut.
So, jetzt kann wer anders. Hast du doch toll gemacht. Taktisches Genie. Wir haben nur gewonnen. Das ist unglaublich, oder? Die Mischung macht's. Oh. Für den Spruch verlieren wir jetzt garantiert. Dann sucht ihr mal nach dem anderen. Ich muss auch weg. So. Muss auch wieder raus. Eins mache ich noch. Ja, eins geht noch. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist gut. Aber genau. Ja. Guck mal, 5 von 5 gewonnen. Psst. Mann, das war nur eine Feststellung. Trefferquote 95,5% bei mir. Geil. Über alles? Oder nur in dem Gefecht? 21 von 22. Okay, also ich habe insgesamt 75%. Das ist auch ganz ordentlich. So, Kollege, mach mal hier was. Ja, es wird schwer, für uns adäquate Gegner zu finden. Jetzt geht's los. Das zeichnest du immer noch auf, oder? Ja. Können wir da alle morgen bei YouTube bewundern, ja? Mal gucken, also das... wird jetzt ein ganz schön langer Stream, also wird es auch entsprechend länger dauern, das hochzuladen. Aber du kannst es ja cutten. Okay. Verschiedene Teile, Part 1, Part 2, Part 3. Also das wird schwieriger. Ja, das wird schwieriger. Ja, nur die Gefechte. Der Rheinmetall ist, also wenn wir über den Berg gehen, wird der Rheinmetall von der K-Linie aus schießen. Das heißt... Ja, ich klatsch mich an den Berg. Okay. Viper sagt schon richtig, nicht über die Kuppe. Genau. Ich gebe die Einzelfeuerlinie. Ich klatsch mich hier an den Berg. Die ist drei durch die Stadt, ne? Wir können uns einigeln, das ist die eine Möglichkeit. Komplett defensiv. Pappalapapp. Die werden schon der defensiv. Der geht wieder auf die übliche Position. Die werden schon defensiv genug spielen. Auf die A4 oder wohin? Genau. Kommt die S3 mit mir mit? Wer fragt? Kenny. Okay, Babo ist auf der Insel. Was mache ich denn? Warte erstmal ab. Okay. Na, dann bleibe ich auch erstmal hier, wenn der T1 dann hier vorgeht und schaut, ob da Bäume fallen. Der T34 nicht so weit vor und nicht mehr in die Schussrichtung. Der T34 ein bisschen raus, aus der Schussrichtung raus. Danke. Kann der Löwe vielleicht hier hoch? Passt. Nee, das würde ich nicht empfehlen. Also, ist gefährlich. Okay. Weil der Rheinmetall wird da hinten stehen. Na, vermutlich. Könnte höchstens als ES3 nochmal gucken, ob ich auch über die Einserlinie, über die Insel gehen kann. Kann ich von der Seite angreifen. Die haben sich doch eingeegelt. Garantiert. Da! Guck mal, schön, der T34 ist oben. Heife, schön überleben, ja? Ich versuch. Ja, dann bleib da oben bloß, Matthias. Ja, ich will noch nur ein bisschen spotten. Ich habe jetzt fast die ganze Karte in meinem Radar. Soll ich auch dahin gehen? Nee, ich gehe, glaube ich. Hast du gesehen, woher er kam? Echt über die Insel. Hey. Nee, die ES3 könnte hinter mir auf den Hügel. Ihr steht doch alle gut. Lass sie doch kommen. Lass die doch kommen. Ihr habt gute Death-Positionen. Na, T28 wird oben stehen. Ja, an der Base. Genau. T28 Rheinmetall, wenn ihr den reinfahrt, ja. Was besseres, einen größeren Gefallen könnt ihr dem gar nicht machen. Stimmt. Wenn die kommen, die sind so weich, vor allen Dingen der Rheinmetall. Kann ich mal weiter vorfahren? Löwe wurde beschossen. Eine Löwe wurde beschossen? Von? Soll ich mal weiter vorfahren? T1. Na, da wird der Rheinmetaller stehen, ne? Ja, sag ich doch. Ja, Standardposition, ne?
Achso, Schwein gehabt. Wer schießt? Deswegen war meine Idee, vielleicht ganz außen rum zu fahren. Mit dem Rheinmetall von der Seite zu ärgern. Ja. Okay, die hängen irgendwo hinten, die haben mich. Okay. Soll ich mal auf den Hügel und ein bisschen spotten? Ja, pass auf, dass du die Wanne nicht zeigst, ne? Ja, nee, ich versuche da hinter deren Felsen zu bleiben. Dann schleiche ich da von hinten an. Fahre nicht gleich da lang, sondern hier, außen rum. Nix Draw. Nee, mein Panzer ist zu langsam. Das dauert etwa 3 Minuten oder so. Wir haben doch noch ein paar. So, ich fahre ganz außen rum, wie ihr seht, auf der Insel. Ich hoffe mal, ich werde noch nicht gespottet. Ich bin gespottet. Ich habe einen Pan-Tiger P. Mhm. Geh zurück. Ja, ich hab's gesehen. Was hatte ich beschossen? T28 von der Base aus. Mhm. Okay, war schon fast logisch, ne? Also ich bin auf der Insel und dementsprechend bin ich echt in der guten Position, denen in den Rücken zu fallen gleich. Oder die in Rheinmetall, ich bin gesichtet. Da müssen wir aber geschlossen vorgehen. Und ich habe hier eine S3 und einen T28 vor mir, bin gespottet. Scheiße. Der Rheinmetall guckt wahrscheinlich auch nicht. Das werden blutige Nasen, wenn er da jetzt reinspringt. Mhm. Ich meine, die wissen, dass ich hier bin, aber die müssen mich natürlich. Wo soll ich denn vorfahren? Wohin? Auf die Insel. Hier hoch, dass du hier reinwirken kannst. Ja. Das wäre nicht schlecht. Probier's mal. Mitte? Das ist doch Selbstmord. Ne, da, bis ich da drüber geguckt habe. Nee, der nee, du. Ist sowieso hart. Aber so hart ist der nicht. Die untere. Oh, S3 kommt mich besuchen. Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite zu ES3, oder? Das kannst du auch gern tun. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich sehe die anderen. Tiger! Und der Tiger, okay. Also da bin ich definitiv besser aufgehoben. Das sehe ich auch so. So, ich versuche jetzt mal den Rheinmetall hier von der Seite zu kriegen. Nur ein Tiger P. Tiger P ist ja. Die ES3 guckt man, dass er noch ein bisschen überlebt, ne? Welche? Das ist witzig. Warte, ich habe den Rheinmetall hier. Den Rheinmetall gefunden. Hab den 28 gespielt. Hier kommen die ganzen Heavys rüber. Soll ich nochmal HE? Von wegen Draw. Am Arsch. Wo ist das? Scheiße, ich bin gleich hin. Der Rheinmetall will mich jetzt von hinten. Alter. Tiger P. Warum hat mir der Löwe in den Arsch geschossen? Das ist nicht nett. Ich muss doch ja auch wirken. T34, kannst du den Rheinmetall? Ich fahr schon um die Ecke. Ich glaube, der 28er ist mitgekommen. 28 Prot. Nee, der ist, er steht da oben, alles klar. Nein! Ah, dieser Waffenrichtbereich ist echt zum Kotzen. Nein! Ah, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab nur einen Hitpoint weggenommen. Das war ein Witz, ne? Dabei habe ich ihn richtig getroffen. 2,5 Minuten noch. Den nützt nicht durch. Ey! Oh, der Tiger steht hinter dir. Von der T34, du musst versuchen den. Mit was? Weißt du, ich war im Kreis. Der Tiger P hat mir
am wenigsten Schaden ab. Nein, der Rheinmetall ist das Problem. Also ich habe ihn leider nicht bekommen. Wir haben ihm 2000 Schaden reingemacht. Ich war zu langsam, um hochzufahren. Der Plot war ja auch noch. Viper, kannst du dich auf die IS-3 konzentrieren? Oder wenn ich vorfahre, rückt er rum. Kommt dieser Drecks-Tiger-P nochmal. Achtung. Ich gehe jetzt nochmal auf den Tiger. Ah! Ja, genau, das war genau diese Situation, die du nicht wolltest. Genau. Ja, da in dem Moment hat Viper leider nicht auf die IS-3. Ah, Rheinmetalle von hinten, ja. Viper. Oh, der Löwe. Boah, ja, doch von Rheinmetall. Ja, das ist der Rheinmetall. Oh, aber nicht 7:0, ich Leute. Glaube, das, ich glaube, die Taktik war den ja, sehr schön. 1:7. Oben. Den Rheinmetall rauszunehmen, das war eigentlich schon die richtige Idee. Wenn man schon angreift. Hat nur so spät geklappt, ne? Ja, bisschen. Genau, also normalerweise hätte ich das geschafft mit der IS-3, aber ich weiß auch nicht, was da... Ja, heute ist es verhext. Naja, bisher eigentlich nicht, ne? Bisher lief's ja.